Die Amerikaner haben eine Atombombe abgeworfen. Eine was? 2000 Mal größere Sprengkraft. Das kann doch alles Mögliche sein. In ein paar Stunden werden Sie es glauben, dass wir die Atombombe gebaut haben. Ihre Atombombe. Sie waren verdammt nah dran. Könnte nicht doch irgendetwas mit den Kernen geschehen, was wir noch nicht kennen? Die frei werdenden Neutronen. Es kommt zu einer Kettenreaktion. Kann sich überhaupt irgendjemand vorstellen, was da für eine Energie entsteht? Damit kann ich den gesamten Wannsee in die Stratosphäre schleudern. Oh Gott, das hört nicht mehr auf. Wenn ich recht habe, und ich bin sicher, dass ich recht habe, Liebowitz, dann bauen die Nazis eine Bombe, mit der sie in New York zerstören können. Das Land, das als erstes nuklearen Sprengstoff nutzt, hat einen uneinholbaren Vorsprung vor allen anderen. Ich bin völlig einig mit Ihnen. Da steckt ein Sprengstoff drin, den die Welt noch nicht gesehen hat. Wie groß wird so eine Bombe etwa sein? Wie ein Fußball vielleicht. Damit wollen Sie eine ganze Stadt zerstören? Um Gottes Willen. Wir sind Wissenschaftler. Es wird immer wärmer. Raus hier. Alle, sofort raus. Was kommen Sie? Sie müssen Roosevelt klar machen, was es bedeutet, wenn die Nazis diese Bombe bauen. Aber wenn diese Bombe gar nicht zu bauen ist. Sie ist zu bauen.